Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe hier bei Virtual Frontier. Wir haben heute zu Gast den Ruven Voll. Ruven ist unser FlashUp-Partner in München, ist aber auch schon langjähriger Partner und Freund durch die Drupal-Community, was auch heute unser Thema ist, Drupal 9. Wir haben heute ein bisschen neue Konstellation auch wieder mit Johanna Antes, Head of Communication bei Bright Solutions. Und FlashUp. Sie wird heute Fragen an den Ruven stellen und ihn zu dem Thema Drupal 9 und die ganzen neuen Möglichkeiten ja, löchern. Aber bevor wir anfangen, ich würde sagen, Ruven, stell dich doch auch gerne noch mal kurz selber vor. Was machst du so im täglichen Leben, wenn du nicht gerade an einem Drupal-Projekt arbeitest? In welchen Bereichen bist du tätig? Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wie du ja schon gesagt hast, ich bin aktiv als Flasher-Partner vor allem im Raum München unterwegs. Habe meinen Tätigkeitsfokus inzwischen darauf gelegt, als Solutions-Architekt und als Berater zu sein, mit Schwerpunkt auf Innovationsprojekte und Open-Source-Technologien. Historisch bedingt komme ich selber aus der Softwareentwicklung, habe selber jahrelang unterschiedliche Technologien benutzt und bin vor über 12 Jahren mit Drupal eingestiegen. Und hatte dann auch das Vergnügen, als Acquia auf den deutschen Markt gekommen ist, dort als der erste Solutions-Architekt zu helfen, quasi hier den Markt mit aufzubauen. Und hatte dementsprechend Einsichten in viele spannende Kundenprojekte und ja, quasi Drupal-Projekte von groß und klein. Super. Ich würde sagen, ich übergebe dann direkt mal an Johanna mit den ersten Fragen. Gerne. Ja, Johanna, leg los. Alles klar. Ja, wenn man das so hört, Rufen, 12 Jahre gab es ein paar feuchte Augen jetzt die letzten Wochen, als Drupal 9 rausgekommen ist. Wie war da so für dich das Feeling, nach dieser ganzen Reise zurückzublicken? Das ist eine interessante Frage, weil wenn man Teil der Community ist, dann zelebriert man das irgendwie mit. Man wird so mitgerissen von der Motivation und von dieser weltweiten Bewegung. Drupal ist ein so großes Projekt geworden in den letzten 19 Jahren seit der Gründung und Veröffentlichung. Und jetzt quasi dieser Meilenstein, Drupal 9, den zu erreichen und den weltweit gemeinsam zu feiern, war schon was ganz Besonderes, ne? Also am 3. Juni, also vor einer Woche, gab es entsprechend weltweite Online-Events, wo die unterschiedlichsten User-Groups und Communities sich gefunden haben. Die Leute haben zusammen gefeiert, haben ganz viele Videos und Bilder erstellt. Es gibt sogar eine eigene Domain, die auf Drupal 9 bereits läuft, also Celebrate Drupal. Und dort findet man halt ganz, ganz viel Material von Menschen, die einfach ihre Freude über das Projekt ausdrücken. Und dementsprechend, ja, es ist was ganz Spannendes zu sehen, weil als ich damals mit Drupal angefangen habe, kannte man es in Deutschland kaum. Es war eher im Bereich so von privaten Projekten, aber noch nicht wirklich im professionellen Bereich angekommen. Und das war quasi genau dieser Wechsel, wo die ersten Unternehmen gesagt haben, ja, wir interessieren uns für Open-Source-Lösungen und PHP war auch im Trend. Und damals ging es eigentlich noch viel mehr um statische Webseiten. Das hat sich ja komplett geändert, ne? Heute, das Internet ist ja interaktiv vernetzt. Und die Entwicklung zu sehen damals von Drupal 5 bis heute Drupal 9, ja, da hat sich so viel getan. Dementsprechend, ja, ein feuchtes Auge nicht unbedingt, aber ich bin unglaublich stolz darauf, was die Community gemeinsam erreicht hat. Genau, wir hatten uns ja damals auch maßgeblich über die Community kennengelernt. Ich habe auch bisher nichts Vergleichbares, persönlich zumindest, kennengelernt an solchen Software-Communities. Es ist echt krass, wie viel Commitment und Engagement da einfach vorzufinden ist. Das hat mich sehr mitgenommen. Das fand ich immer extrem spannend. So über die letzten Wochen und Monate hat sich dann mein Fokus dann doch von Drupal zu ja, ganz vielen verschiedenen digitalen Projekten, genauso wie bei dir als Flasher-Partner jetzt verändert. Aber so ein bisschen wehmütig waren die Gefühle doch dann schon, als ich dachte, so, wir sprechen jetzt heute mal über das Thema. Schön, du hast jetzt gesagt, du bist stolz zu sehen, wo die Reise bisher hingekommen ist. Und da würde ich gerne auch ein bisschen technischer einsteigen und sagen, was bringt denn Drupal 9 für Verbesserungen mit? Was kann der neue Drupal-Nutzer, vielleicht jetzt auch Einsteiger mit Drupal, erwarten? Also,
Wichtig hervorzuheben ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Drupal 7, 8 und 9. Denn damals mit dem Wechsel zu Drupal 8 hat man konzeptionell die Art und Weise, wie man neue Versionen rausbringt, verändert. Während der Umstieg von 7 zu 8 noch ein relativ großer war, neues Framework unten drunter, neue Technologien, sehr aufwendige Migration von Modulen, hat man von Drupal 8 zu 9 einen fließenden Übergang geschaffen. Ja, das Stichwort hier ist semantische Versionierung. Dementsprechend die meisten Module, die aktuell unter Drupal 8 laufen, können auch 1:1 unter Drupal 9 weiter betrieben werden und sind kompatibel. Das liegt daran, dass wir bei Drupal 9 eigentlich denselben Technologiestamm haben, aber die Abhängigkeiten von Third-Party-Libraries, zum Beispiel Symfony, ne, das Symfony-Framework liegt quasi unten drunter als Grundlage vom Drupal-Kern. Dieses wird von der Version 3 auf Version 4 angehoben. Dementsprechend, wir haben eine Abhängigkeit von dem externen Open-Source-Projekt Symfony hier. Und die haben natürlich auch Weiterentwicklung. Und gewisse Funktionen vom Symfony Framework sind halt veraltet, sind durch neue ersetzt worden. Und Module, die keine veralteten Versionen einsetzen, die können sehr einfach auf Drupal 9 portiert werden, weil sie nach wie vor kompatibel sind. Und Module, die jetzt für Drupal 9 entwickelt werden und zum Beispiel Funktionen von Symfony 4 benutzen, sind dann halt nicht abwärtskompatibel. Aber theoretisch ist es sehr leicht, Module zu pflegen, die in beiden Versionen laufen. Okay, verstanden. Was ist so das größte, der größte Aha-Effekt für die Community in Drupal 9? Was ist so das größte, wow, okay, das fühlt sich jetzt wirklich anders an als zu Drupal 8? Ja. Was sich bei Drupal 9 getan hat, sind also unterschiedliche Themenbereiche. Mit der Einführung Drupal 8 wurden entsprechend Fokusgruppen gegründet, die sich gewissen Themen annehmen. Eine Gruppe kümmert sich zum Beispiel darum, dass die Arbeit für Softwareentwicklung leichter wird. Ja, dass die Prozesse, wie man die Drupal-Software baut, entwickelt, deployt, vereinfacht werden. Stichwort Composer, ja, DevOps-Tätigkeiten und Vergleichbares. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Initiative, die es erlaubt, dass Drupal sich automatisch Modul-Updates zieht. Ja, das heißt, wir kommen weg vom klassischen Ansatz, wo ich ständig manuell meine Software pflegen muss und den öffentlichen Release-Zyklen hinterherrenne, hin zu einer Welt, wo Drupal sagt, hey, es gibt hier ein Security-Update für mein Modul und ich kann mir das komplett selber ziehen. Ja. Das heißt, das ist natürlich ein riesen Mehrwert auch für Unternehmen, die diese Technik einsetzen, weil, wie sicherlich vielen bekannt ist, die sich mit IT-Security auseinandergesetzt haben, wenn irgendwo eine Sicherheitslücke bekannt wird, dauert es meistens nur wenige Stunden, maximal einen Tag, bis die ersten Angriffe von automatisierten Bots stattfinden. Die Webseiten suchen, die diese Sicherheitslücke quasi noch nicht geschlossen haben. Dementsprechend ist das ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, der hier auch weiter vorwärts getrieben wird, um diese Geschwindigkeit der Softwareentwicklung, dieser kontinuierlichen Deployments und aktuell halten, fördert. Okay, das ist super spannend, weil man ja auch viel, ich schiebe das gerade mal ein, viel über das Thema Sicherheit ja bei Drupal auch. Wann war das? 2018 mit dem letzten großen Hackerangriff? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so Auto... Es gab unterschiedliche. Es gibt einen Hashtag, das heißt Drupageddon, was gern verwendet wird, wenn mal wieder was Großes bekannt wird. Muss man aber mit Vorsicht genießen, weil oft gibt es auch fehlerhafte Berichterstattung. Eine verlässliche Quelle ist auf jeden Fall Drupal.org, das Security-Team. Die machen da einen sehr guten Job bei der Kommunikation und auch beim Verteilen von Sicherheitslücken und auch bei der Bewertung vom realen Risiko. Genau, das habe ich nämlich auch so immer empfunden, dass es sehr schnell alles korrigiert werden konnte. Und weil die Community eben so groß und vor allem so aktiv ist. Und umso mehr freue ich mich jetzt zu hören, dass das noch schneller und noch automatisiert eben stattfinden kann. Das war ja immer so auch manchmal ein Einwand, den man dann relativ schnell zum Glück behandeln konnte. Aber schön, dass der jetzt noch schneller aus dem Weg geräumt werden kann. Was man dazu vielleicht noch sagen sollte, also die Initiative zum automatischen Update, die läuft, ne? Also die wird kontinuierlich weiterentwickelt und da laufen die ersten Tests und die sehen auch sehr vielversprechend aus. Was auf jeden Fall sehr solide und gut ausgereift ist, ist die Integration jetzt mit Composer. Mit Drupal 8 haben wir eine grundlegende Integration gehabt, das heißt, wir konnten automatisch Drupal-Projekte bauen und unterschiedliche Dependencies automatisch aus dem Internet laden.
Wenn wir jetzt uns Drupal 9 anschauen, da haben wir die neuesten Versionen drin. Das heißt, wir haben hier eine viel bessere Abdeckung und viel mehr Möglichkeiten, unsere Module entsprechend schlank zu gestalten, den relevanten Source Code bei uns zu managen und alles andere dynamisch aus den weiten Welten des Open Source Kosmos zu laden. Und das erlaubt es uns dann halt auch, Themen wie Continuous Delivery zu implementieren. Das heißt, ich muss nicht mehr darauf warten, alle paar Wochen nach einem Sprint-Zyklus ein neues Release-Paket zu bauen, sondern ich kann jetzt mit der Technologie wirklich solide Pipelines aufbauen, die mir erlauben, jede kleine Änderung direkt zu patchen und durch Testautomatisierung und Deployment-Automatisierung dann direkt in die Systeme einzuspielen. Also wir hören schon raus, ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber Drupal 9 ist sehr mächtig geworden und entspricht vor allem dem Stand der modernen Technik. Ja, dadurch, dass man sich mit Drupal 8 geöffnet hat und gesagt hat, wir adaptieren Symfony und auch andere Open-Source-Technologien, die sich bewährt haben, hat man unglaublich Stabilität und Geschwindigkeit dazu genommen und kann deswegen jetzt aktuell auch im Enterprise-Markt mitspielen. Ja? Also wenn wir uns anschauen, welche Firmen in den letzten Jahren Drupal adaptiert haben und Drupal 8 war da ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, dann bin ich echt gespannt, wer jetzt bei Drupal 9 nun endlich doch auch die Entscheidung treffen wird und vielleicht doch von einer oder anderen proprietären Lösung wegkommt und Teil der großen Community wird als professioneller Betreiber einer Website. Ja. Das heißt, das war jetzt genau Thema Sicherheit. Du wolltest noch weiter ausholen. Ich hatte kurz dann das eingeschoben. Was können wir noch so als tolle Weiterentwicklung feiern? Ja, nehmen wir einfach mal diese technischen Themen, packen sie zur Seite und schauen uns an, was sich da für die Benutzer des Systems getan hat. Weil hier gibt es auch ganz viele tolle Initiativen. Also abgesehen von vielen Contrib-Modulen, die es uns erlauben, Drupal zu erweitern, hat sich im Backend unglaublich viel getan. Also quasi dem Backend für die Bearbeiter der Seite, für die Redakteure. Hier haben wir eine optimierte Admin-Version von dem Theme, die deutlich schlanker und schneller geworden ist. Drupal war in der Vergangenheit oft dafür bekannt, dass es zu komplex wirkt und eine sehr hohe Lernkurve hat. Das wurde jetzt drastisch vereinfacht. Wir haben jetzt ganz klare, leichte, verständliche Oberflächen, die trotzdem noch kompatibel sind mit den Modulwelten aus Drupal 8, aber trotzdem viel leichter zu lernen sind und vor allem auch einen höheren Fokus dem Redakteur erlauben bei seiner täglichen Arbeit. Dazu gehört es zum Beispiel, schneller und leichter Inhalte zu finden, aber zum Beispiel auch mehr Möglichkeiten, komplexe Layouts zu bauen. Ja, Stichwort für Landingpages, ne? Also ein sehr, sehr häufiger Use Case. Hier ist wichtig, dass der Redakteur halt sehen kann, wie die Seite aussieht und nicht abstrakt irgendwelche Komponenten orchestriert, sondern halt wirklich die Seite anfassen kann, bevor sie veröffentlicht. Und im Bereich Veröffentlichung kamen jetzt auch die Workbenches dazu. Die wurden schon bereits... Die was? Die Workbenches. Ah. Bei den Workbenches ist es so, die wurden schon mit Drupal 8 entwickelt und hier geht es konkret darum, dass ich Inhalte entwickeln kann in einer Testumgebung und dann zum Beispiel durch den Chefredakteur oder durch den Abteilungsleiter freigeben lassen kann. Ja, das heißt, ich kann in der Drupal-Applikation Content-Staging machen. Ich kann unterschiedliche Versionen pflegen und viel besser steuern, wann welcher Inhalt live geht. Innerhalb der Integration tatsächlich, direkt im Framework dann. Genau. Und das macht natürlich vor allem die Zusammenarbeit mit den Kollegen leichter. Also viele Features, gerade für im Bereich Content-Editing, sind sehr viel verbessert worden. Wir haben die neueste Version vom CK-Editor drin. Das ist quasi dieser What-You-See-Is-What-You-Get-Editor, der ähnlich wie zum Beispiel eine moderne Office-Oberfläche wirkt, womit ich die Inhalte direkt im Browser bearbeiten kann. Das lässt auf jeden Fall die Editor-Herzen höher schlagen. Also ich habe einige Drupal 8 Backends gesehen, wo man schon gemerkt hat, okay, wenn man vorher Drupal 7 gehabt hat, so, ach ja, ist ja schon viel besser, deswegen freue ich mich mal, in Drupal 9 reinzuschauen. Weil wir jetzt relativ steil eingestiegen sind und für Zuhörer, die relativ wenig vielleicht mit Drupal zu tun hatten bisher, was ist denn so das typische Projekt, was man mit Drupal umsetzt?
Also jetzt wissen wir, es geht in Bezug auf Content-Websites, das ist auf jeden Fall jetzt durchgesickert und alle, die Drupal kennen, wissen auch Bescheid. Aber was sind so drei typische Projektarten, für die gerade jetzt Drupal 9 auch sehr interessant sein wird? Ja. Ich würde es momentan gar nicht so stark einschränken von der Art des Projektes, sondern eher von der Art der Nutzung. Also wir haben natürlich klassische Web-Applikationen von der Corporate-Seite über einen E-Commerce-Store bis hin zu einem einfachen Blog- oder Marketing-Seite. Ja. Drupal entfaltet wirklich dann die Stärke, wenn man als Betreiber der Webseite rangeht und sagt, ich brauche ein CMS, was in der Lage ist, mit mir oder mit meinem Unternehmen zu wachsen. Also nicht ein fertiges Produkt, was gewisse Features hat und dann mache ich alle 5 Jahre eine Migration, sondern wirklich einen Schritt weitergehen zu sagen, okay, ich betrachte die Webseite als etwas, was mit mir wächst, was mit Erfahrung wächst, was neue Features dazu bekommt. Und genau da spielt Drupal seine Stärken aus. Also wirklich atmungsaktiv zu bleiben, flexibel zu bleiben. Ich habe Drupal auch als unfassbar konfigurationsfreudiges und stark individualisierbares Framework kennengelernt. Okay. Ja, manche bezeichnen Drupal als das Schweizer Taschenmesser der CMS-Lösung. ja, das passt. Was bei mir nach einigen Jahren irgendwann Klick gemacht hat, ist, dass Drupal kein reines CMS ist, sondern es ist eher ein Content-Management-Framework, was so eine CMS-Oberfläche mit sich mitbringt. Es hat aber auch unten drunter dieses Application-Framework. Es hat diese Modulwelten. Ich kann es beliebig kombinieren mit modernen JavaScript-Frameworks. Also es ist unglaublich universell einsetzbar, so ein richtiger Formwandler. Und dementsprechend, wenn ich offen bin für moderne Technologie, die sich im Internet etabliert hat, und an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, ja, Großteil von dem, was wir täglich sehen im Internet, basiert auf Open-Source-Lösungen. Ja. Und dementsprechend ist es allgegenwärtig und Technologie entwickelt sich schneller, als wir uns in unseren Projektteams anpassen können. Ja? Und gerade ein Framework wie Drupal hilft uns halt, am Ball der Zeit zu bleiben. Wie sieht das aus, wenn wir gerade beim Thema Open Source sind? Wie kann es sein, dass sowas Mächtiges weiterhin Open Source ist? Ich würde gerne da ein bisschen in die Thematik Community einsteigen, auch Philosophie hinter Drupal. Einmal deine Sicht, eventuell auch Zukunftspläne, die jetzt veröffentlicht wurden, eine Roadmap. Das wäre jetzt toll zu wissen, so wie kann es sein, dass sowas Mächtiges Open Source ist und was ist die Roadmap zu dem Thema? Ja. Das sollten wir runterbrechen in kleinere Teile abstimmen. Gerne. Fangen wir vielleicht mit der Community an. Drupal Source ist als ein Open Source Projekt gestartet. Und dementsprechend auch die Lizenz, die es gewählt hat, erlaubt es halt, jedem Drupal zu benutzen und anzupassen. Ja? So. Und dadurch, dass die Leute angefangen haben, Drupal zu nutzen, ja, und damit waren quasi keine Kosten verbunden, dementsprechend haben viele Drupal adaptiert und angefangen anzupassen, wurde Drupal.org relativ schnell zum Herzen der Community, wo die Leute sich wieder getroffen haben und ihre Weiterentwicklung geteilt haben. So. Übrigens remote und mit asynchroner Kommunikation, so wie man das jetzt heutzutage auch besser und mehr versteht. Bekannt ist, genau. Das hat, genau. Das hat ja um die Jahrtausendwende richtig Fahrt aufgenommen, schon deutlich früher, bloß da war es noch irgendwie versteckt in Technikerkreisen. Seit der Jahrtausendwende ist es deutlich sichtbar geworden, was dort in dem Bereich alles passiert und wie viel Kommunikation stattfindet. Und wenn sich heute Entwickler irgendwo bewerben und sie haben keine Erfahrung mit Open Source, dann löst das doch bei den meisten Recruitern doch eher Fragezeichen aus. Ne? Also die klassische Schule, man kommt von der Universität und macht halt Java. Ja, das ist sicherlich eine solide Grundlage und eine gute Qualifikation. Aber das ganze Umfeld, ne, hat sich weiterentwickelt. Und man muss heutzutage auch wissen, was halt technisch möglich ist, was für Frameworks und Optionen es gibt. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf die Community, Drupal hat von Anfang an quasi diese Contributions, wie man sie nennt, also quasi, dass jemand etwas zurückgibt, sehr stark positiv hervorgehoben. Ja. Also übrigens auch ein interessanter Nebeneffekt auf Drupal.org waren viele Sachen limitiert, auch von der Sichtbarkeit halt auf Code-Contributions. Dass man gesehen hat, wenn jemand Source Code entwickelt hat, wenn jemand viele Commits gemacht hat, dann hat er besonders gute Sichtbarkeit bekommen.
Und es war viele Jahre lang die einzige Metrik, die wir hatten, um zu bewerten, ob jemand ein wertvolles Mitglied in der Community ist. Mhm. Was so ein bisschen fehlte, war halt die Sichtbarkeit, was ist denn mit all den anderen Leuten, die zum Beispiel testen oder tolle Ideen mit reinbringen, die Events veranstalten, die als Freiwillige tätig sind. Das hat man auch entsprechend nun ermöglicht. Also diese Leute können auch entsprechend auf Drupal.org markiert werden und Events zugewiesen werden und kriegen dadurch auch Sichtbarkeit. Ne? Also man hat erkannt, wie wichtig das ist und schafft damit halt auch eine zentrale Bühne und Plattform, wo Leute halt auch entsprechendes Dankeschön von der Community zurückbekommen. Genau, einfach, das wollte ich gerade sagen, die Wertschätzung, dass sie auch wirklich da ist bei diesem Open Source, sprich entgeltlosen Beitrag, ja. Und Entgelt ist auch ein gutes Stichwort, weil die meisten Community-Mitglieder entwickeln viele Module in ihrer Freizeit, nach der Arbeit, am Wochenende oder in die Nacht hinein. Und das machen sie parallel zu ihrer eigentlichen Arbeit. Und das ist historisch bedingt, weil früher haben Unternehmen wenig Raum gegeben für Contributions, für Open Source. Weil warum sollte ich einen Mitarbeiter beschäftigen, der für andere arbeitet, von dem ich nicht direkt was habe? Genau. Und auch da hat ein ganz interessantes Umdenken stattgefunden, weil viele Unternehmen haben erkannt, wenn ich mich nach außen öffne und der Community zeige, was ich hier entwickle, dann kriege ich kostenloses Feedback zurück, was mir hilft, meine Arbeit besser zu machen. Das ist ein ganz tolles Unternehmen. Und wenn wir uns auf Drupal.org anhören, wie viele Referenzen inzwischen da sind, wie viele Unternehmen mitmachen, wie viele Unternehmen vor allem Mitarbeiter beschäftigen, die sagen halt, hey, ihr kriegt zum Beispiel freitags immer Zeit für Open Source. Ja? Macht Contributions oder arbeitet aktiv mit. Ihr braucht es nicht in eurer Freizeit machen. Erholt euch da, trinkt einen frischen Geist mit auf Arbeit und lasst uns Teil der Community sein, weil wir wollen Innovationen bekommen. Dann spart man sich auch sehr viel Geld für, ich sag mal, Softwarelizenzen und für teure Berater, die einem erzählen, was man eh schon weiß. Ja. Und Learning, also auch das, die Skills zu schärfen der Mitarbeiter. Also die pushen Learning sich ja unfassbar damit auch. Ja, Learning by Drupal, ja. Es gibt ja auch die schöne Redewendung in Open-Source-Kreisen, break it till you make it. Ne? Was sehr schön beschreibt, experimentiere einfach. Lerne, indem du die Software anwendest und tüftel damit so lange rum, bis es funktioniert. Ja? Und wenn es nicht funktioniert, dann lernst du halt dazu. Aber ne? Also quasi auch diese Fehlerkultur, dieses aktive Scheitern, das ist die beste Weiterbildung. Das kann man in keinem Kurs lernen. Man lernt am meisten, indem man wirklich hands-on Erfahrungen sammelt, sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und das ist halt auch der perfekte Moment, wo man darauf hinweisen kann, hey, Drupal 9 ist seit dem 3. Juni verfügbar. Das heißt, jeder kann jetzt auf Drupal.org gehen und sich die Software runterladen. Und auch da hat sich einiges getan, weil inzwischen kann man in wenigen Minuten auch als Nicht-Techniker sich Drupal 9 installieren oder es für sich testen und zum Beispiel als Redakteur oder als Projektmanager kennenlernen, um zu sehen, ob das relevante Software für einen ist. Ab wann ist es denn, spielt mir gerade in die Karten für all die weiteren Fragen, die ich im Kopf habe. Für wen ist denn Drupal 9 jetzt direkt relevant? Also ich bin jetzt zum Beispiel ein Marketingmanager und ich arbeite mit Drupal 8 täglich. Wir haben einige Webseiten auf Drupal 8 und ich frage mich natürlich jetzt, okay, ist das jetzt schon relevant für mich? Sollte ich mir das jetzt runterladen? Sollte ich es mir schon angucken? Sollte ich dem technischen Team Bescheid sagen? Das sind so Fragen, die mir direkt in den Kopf kommen würden. Neue Version, brauche ich die jetzt sofort? Ist mein jetziges System unsicher oder wie sieht's aus? Ich hatte ja bereits vorher erwähnt, dass der Übergang von Drupal 8 zu 9 fließender ist. Jetzt sollte man sich vielleicht die Roadmap anschauen. Und die Roadmap sagt, dass Drupal 8 jetzt noch bis, also in der Version 8.9 weiter supported wird. Ne? Das heißt, sie wird auch aktuell gehalten. Es gibt Sicherheitsupdates. Allerdings, das hat ein definiertes Ende. Und zwar das November 2021. Das heißt, wir haben jetzt noch ein bisschen mehr als ein Jahr Zeit, um quasi den Wechsel von Drupal 8 zu Drupal 9 zu machen. Jetzt wissen auch viele Techniker aus der Erfahrung, wenn etwas neu ist, dann hat es auch gerne noch Kinderkrankheiten. Auch das können wir natürlich bei Drupal 9 nicht ausschließen. Dementsprechend kann man natürlich Leuten empfehlen, die ein wichtiges Projekt drauf haben, vielleicht die erste Version 9.1 abzuwarten. Mhm. Auf der anderen Seite, wer ein fähiges Entwicklungsteam hat oder eine gute Agentur, die fit ist,
Da sehe ich eigentlich kein Risiko, Drupal 9 bereits jetzt zu adaptieren, jetzt den Wechsel anzugehen, weil die Migration wird wahrscheinlich sehr einfach sein. Inhaltlich ändert sich halt kaum etwas. Es sind vor allem technische Abhängigkeiten. Aber Drupal 9 lebt davon, dass die Leute es benutzen. Mhm. Weil wie findet man Fehler? Indem man viele Leute testen lässt. Ja. Richtig. Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Ne? Im klassischen Softwaregeschäft, wo ich feste Versionen habe, würde ich halt auch immer die erste Version abwarten. Jetzt mit Drupal 9, ich kann gar nicht erwarten, das erste Projekt damit zu starten. Ich betreue aktuell auch mehrere Drupal 7 und 8 Projekte, die dann natürlich migriert werden. Und bei Drupal 7 zu Drupal 9 wird es nochmal deutlich spannender, weil die Migration ist ähnlich komplex wie damals, als Drupal 8 eingeführt wurde. Mhm. Und das Entscheidende ist halt, dass wenn man sich entscheiden möchte, also wenn man jetzt mit seiner Webseite weiterzieht zur nächsten Version, dass man halt prüfen muss, ob die Module, die man heute verwendet, in der neuen Version bereits verfügbar sind. Mhm. Das ist der entscheidende Schritt, gerade wenn man wahrscheinlich Drupal 7 zum Beispiel noch verwendet, was ja deutlich viele Agenturen noch immer Unternehmen immer noch tun. Genau. Und Drupal 7 hat halt dasselbe End-of-Life für Security-Patches November 2021. Mhm. Es wird dann gegebenenfalls noch einen kostenpflichtigen erweiterten Support von einigen Drupal-Spezialisten geben, aber der Open-Source- oder der Community-Support, der wird eingestellt. Auch das Drupal-Security-Team wird diese Module nicht mehr pflegen, auch keine Kommunikation mehr darüber machen, außer man entscheidet sich in einem Ausnahmefall dagegen. Ja. Mhm. Man muss auch irgendwann mal quasi so ein Produkt terminieren, weil ansonsten fehlen uns die Ressourcen bei der aktuellen Technologie. Absolut nachvollziehbar. Also das wäre ja eine Wiederbelebung von etwas, was man ja bewusst optimieren wollte und deshalb eigentlich nicht mehr weiterführen sollte. Genau. Was ich gerne noch erwähnen würde zum Thema Module. Damals bei der Umstellung von 7 auf 8 hat es relativ lange gedauert, bis die meisten Contribution-Module verfügbar waren. Was ist ein Contribution-Modul? Das wäre meine Frage gewesen. Der Drupal-Kern kommt mit vielen Modulen für das grundlegende Content-Management-System. Da sind ganz viele Sachen schon drin. Allerdings, da sind nur die Sachen drin, die wirklich für alle relevant sind. Ja? Wo man sagt, halt, das ist Common Sense, egal was für eine Webseite du betreibst, das können wir die guten Gewissens mit ins Paket reinlegen. So. Mhm. Module, die jetzt vielleicht nicht drin sind, sind sogenannte Contrib-Module. Die kommen von der Community. Contrib steht für Contribution. Und diese kann man zusätzlich installieren. Das macht Drupal inzwischen auch automatisch. Das macht jede Menge Freude. Ne? Man geht auf die Modulseite, gibt den Namen ein und drückt Enter. Und die Magie passiert dann quasi unter den Kulissen. Mhm. Aber wenn dieses Modul von dem jeweiligen Maintainer, also einer Open-Source-Person, noch nicht auf Drupal 9 portiert wurde, dann ist das natürlich nicht möglich. Ja, da muss man noch ein bisschen warten. So, und jetzt ist was ganz Fantastisches passiert. Die Community hat dieses Jahr bereits zwei Contribution Weekends organisiert. Das waren Wochenenden, wo weltweit sich die Entwickler und Maintainer der Module zusammengetan haben und Großteil der wichtigsten Drupal 8 Module bereits auf Drupal 9 portiert haben. Also wir müssen hier nicht ein halbes Jahr warten, wie es damals beim Wechsel von 7 zu 8 war, sondern Großteil ist schon da. Und die anderen Sachen sind kurz vor der Veröffentlichung. Das heißt, hier steht jetzt einem Wechsel zu Drupal 9 eigentlich wirklich nichts im Wege. Es sind nur wenige Ausnahmefälle, wo wir Randmodule haben, die vielleicht nicht ganz so häufig sind. Ja. Gibt es da aktuell irgendwie ein etwas, wo man die Community auf jeden Fall noch unterstützen sollte, außer natürlich Drupal 9 runterladen, testen, Feedback geben. Gibt es irgendwelche Module, die definitiv noch hands-on irgendwie brauchen, wo man sagt, okay, kommt Leute, jetzt nochmal ein Wochenende. Das können wir jetzt hier auch gerne ein bisschen highlighten und gerne einladen. Genau, ich würde es ganz gerne allgemein halten an der Stelle. Einfach mal auf Drupal.org vorbeischauen. Dort kann man nämlich sehr schön sehen, welche Module bereits auf Drupal 9 portiert sind und welche noch nicht. Es gibt dort auch zum Beispiel die Liste der 100 häufigsten Module. Und die sind fast vollständig auf Drupal 9 portiert inzwischen. Und das sollte fast alle Fälle abdecken.
Für die Leute, die allerdings sich mit einbringen wollen, macht es durchaus Sinn, sich mal mit den Contribution Guidelines vertraut zu machen, weil da gibt es viele Stellen. Von Testen über Programmieren bis hin zu Designen, Gruppen moderieren oder Events organisieren, gibt es unglaublich viele Möglichkeiten, wie man einen Mehrwert der Community beitragen kann. Das mache ich zum Beispiel auch, ja, in meiner, ne, als freiwillige Nebentätigkeit. Als Teil der Community mache ich regelmäßig bei Events mit. Ich helfe dort zu organisieren, zu koordinieren, bin regelmäßig als Volunteer vor Ort und genieße das auch sehr, weil es gibt mir unglaublich viel zurück. Weil das, was ich von anderen lerne an den Gesprächen, indem ich den anderen ermögliche, sich auszutauschen, ist das ein wunderschöner Beitrag, ohne selber programmieren zu müssen, der Community zu helfen und dem Produkt zu helfen, als Drucker, als Produkt, sich weiterzuentwickeln. Ja, also quasi den Wachstum ermöglichen, um einfach dabei aktiv zu sein. Ja, das heißt, man kann dich auf jeden Fall auf ja, sämtlichen Drupal-Events um München herum und auch deutschlandweit und europaweit wahrscheinlich, weltweit, momentan remote, aber ansonsten bist du da überall unterwegs, so wie ich zumindest immer irgendwelche Bilder von dir sehe. Das ist schon sehr, sehr cool. Da merkt man auch, den Spirit wirklich. Also das hat dann nichts mit frontal, vorne steht irgendjemand und erzählt was über seine Company oder wie toll er Drupal einsetzt, sondern es ist wirklich, man sieht unglaublich viele Activities auch immer. Ja. Also am meisten freue ich mich dann auch immer auf das Gruppenbild. Das finde ich immer ganz, ganz schön. Das ist dann allein von der Koordination her immer richtig witzig. Ja. Es gab jetzt übrigens zur Veröffentlichung von Drupal 9 ein wunderschönes Video, das kann ich jedem empfehlen anzuschauen. Da hat sich jemand die Zeit genommen, die Gruppenbilder seit der ersten DrupalCon zusammenzufassen, und die ganzen globalen Events zu zeigen und die Tausenden von Menschen quasi eine Bühne zu geben im Video und zusammenstehen und auch einen kleinen Ausblick, wo die Reise hingeht. Das ist sehr, sehr schön anzuschauen. Also ich kann einfach nur jedem empfehlen, der es noch nicht gesehen hat, geht auf celebratedrupal.org. Und dort findet ihr ganz viele Videos und Fotos und auch Events rund um Drupal 9. Sehr schön. Ich würde noch ein bisschen über, gerne über vielleicht so die Schattenseiten sprechen, tatsächlich. Und zwar gibt es noch etwas, was man vielleicht nicht erwarten kann aktuell. Was vielleicht noch, wo man sagt, so, das muss in Zukunft, wird das noch weiter angegangen? Ist da irgendwas, wo man sagt, okay, das ist wirklich ein Fallstrick, auf den man noch achten muss? Gibt es da irgendwas? Ja, es kommt darauf an, was man halt mit seinem Projekt machen möchte. Ja? Mhm. Welche Rolle Drupal in quasi im digitalen Umfeld spielt. Ne? Wo Drupal auf jeden Fall sehr stark ist, wenn es um Integration mit anderen Technologien geht. Egal, ob das jetzt APIs oder irgendwelche anderen Schnittstellen sind oder zum Beispiel Frontend-Technologien wie JavaScript-Frameworks, die Drupal als ein sogenanntes Decoupled Backend benutzen. Ja, das heißt, wo man sich eine Applikation baut, die mit Drupal kommuniziert, um Daten auszutauschen, aber Drupal selbst baut die Seite gar nicht mehr, wie es klassisch so der Fall war, wo man die Templates direkt aus Drupal rausgerendert hat. Mhm. In dem Bereich ist unglaublich viel Bewegung drin und dort gibt es auch unterschiedliche Interessengruppen. Ja. Es gibt eine relativ große Bewegung mit dem Framework React, aber auch zum Beispiel mit Vue.js oder Angular. Ja. Mhm. Dementsprechend, wenn man als Project Owner oder also selber vor einem Projekt steht und überlegt, was möchte ich tun, dann sollte man sich vorher prinzipiell schlau machen, gucken, welcher Bewegungsstrom in der Community am besten zu einem passt. Und halt auch, was Best Practice ist. Und das ist etwas, da kommt es ganz, ganz viel auf Erfahrung an. Da kann man natürlich jetzt auf ein Event gehen und sich mit den Leuten austauschen und sich unterschiedliche Meinungen holen. Aber ich würde auch einfach jedem empfehlen, sprecht mit Drupal-Spezialisten, sprecht mit den Agenturen, die sich Drupal auf die Fahne geschrieben haben, die halt wirklich dabei sind, die zum Beispiel auch sichtbar sind, indem sie Contributions machen auf Drupal.org. Ja? Weil die kennen sich in der Regel damit sehr gut aus und können einem wertvolles Feedback geben, was der beste Weg für den jeweiligen Anwendungsfall ist. Das ist super, dass du das gerade ansprichst, weil für mich als zum Beispiel Product Owner oder Project Manager wäre jetzt auch die Frage, okay, wer ist denn der richtige Partner für mich? Wem kann ich mich denn anvertrauen? Mit wem kann ich darüber sprechen? Gut, wir haben es natürlich einfacher, wir haben unseren Talentpool,
auf den du ja auch in deinen Projekten zugreifen kannst. Wir haben Experten, viele Experten, die wir fragen können. Du hast jahrelange, über jahrzehntelange Erfahrung, aber als Neueinsteiger zum Beispiel oder wenn man die Agentur wechseln möchte oder den Ansprechpartner besser gesagt, gut, habe ich jetzt mitgenommen, ich gehe auf drupal.org und schaue zum Beispiel, wer besonders viel aktiv ist, wer viel contributed, wer viel dazu beiträgt. Das ist jetzt ein Punkt, den ich mir gemerkt hätte dann als zum Beispiel Projektmanager. Was ist noch ganz entscheidend bei der Wahl eines richtigen Drupal-Ansprechpartners, der zu einem passt? Also was sicherlich, es gibt für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Partner. Jetzt muss man natürlich. Es gibt kein Schwarz und Weiß, ja. Es gibt Digitalagenturen, die sind super aufgestellt für kleinere bis mittlere Projekte. Es gibt welche, die sind aufgestellt für mittlere bis Großprojekte. Da muss man einfach gucken, was man für sich braucht. Es gibt auch eine interessante Übersichtsseite für Drupal, Agenturen und Partner auf drupal.org. Das heißt, dort kann man sich auch global anschauen, wer sich dort als Agentur registriert hat und Ansprechpartner für welche Themen ist. Im Wesentlichen... Jetzt bist du kurz hängen geblieben beim letzten Satz. Davor hat man es immer trotzdem noch verstanden, aber jetzt den letzten Satz gerade nochmal. Ja. Also prinzipiell gibt es auf drupal.org eine Übersichtsseite für Partner und Agenturen, die Drupal-Dienstleistungen anbieten. Dort kann man filtern nach dem, was man braucht. Eine persönliche Empfehlung, die ich immer hätte, wäre, sich relevante Referenzen zeigen zu lassen, weil nichts ist wichtiger als Expertise in dem jeweiligen Bereich. So. Was will ich damit sagen? Wenn jemand besonders gut im Kreativ-Marketing-Bereich ist, ist er nicht unbedingt besonders gut im E-Commerce-Bereich. Ja, da braucht man einen anderen Mindset, andere Qualifizierung. Dementsprechend schaut euch unterschiedliche Partner an oder Agenturen an und schaut, welches Portfolio am besten zusammenpasst und vor allem auch, wer wirklich die Expertise hat. Was klassischerweise, gerade wenn es zu Ausschreibungen der Fall ist, kommt, ist, dass die meisten Vendoren, die reingehen, eine Produktdemo zeigen, die halt ihr Standard-Demo-Framework ist. Sondern das gibt es auch bei Drupal. Ja, und da gibt es eine wunderschöne Demo, das Umami-Framework. Hier hat man eine schöne Beispielseite mit Rezepten und Co. Das ist aber nicht für jede Industrie relevant. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Energiedienstleister bin, denke ich mir, ja gut, diese Rezepte sind zwar schön, aber was hat das eigentlich mit meiner Zielgruppe und meinem Geschäft zu tun? Nicht viel, außer dass wir halt Inhalte bearbeiten. Ja. Dementsprechend, was mit Drupal möglich ist, ist sehr schnell Prototypen zu bauen. Und da trennt sich dann schnell die Spreu vom Weizen, denn wenn jemand einen Prototypen mit zu einer Sales-Präsentation reinbringt und bitte, ja, überlegt euch, Leute dafür zu bezahlen, ist es nur fair, weil sie stecken ihr Know-how rein und bauen euch etwas, einigt euch auf einen kleinen Festpreisbetrag für einen Prototypen. Glaubt mir, diese Investition ist viel mehr wert, wenn man konkret was Anfassbares hat und genau sieht, woran man ist, ja, und die Leute, die sich das nicht trauen, sowieso automatisch abspringen. Die machen dann nicht gut. Ja, und wenn sie es mitmachen, dann wird es eher eine wackelige Veranstaltung. Dementsprechend, das ist ein Prototypen bauen lassen mit aktueller Technologie, ganz einfach ein Proof of Concept, das ist für mich immer das A und O, bevor ich eine Entscheidung treffe, jetzt ein größeres Budget in ein Team zu investieren. Auf jeden Fall kann ich nur so unterstreichen, wir haben jetzt erst wieder zum Thema Anforderungen richtig definieren. Einiges an unser Know-how zusammengepackt und veröffentlichen das jetzt auch nach und nach. Und da ging es eben auch darum, den richtigen Ansprechpartner oder den richtigen Kooperationspartner auch einfach mal einzuladen und wirklich zu erleben und nicht nur auf dem Papier oder nach einem Preis oder nach ein paar Referenzen vielleicht zu bewerten, sondern wirklich in die Materie reingehen, was ja zum Thema jetzt sowieso auch passt, einfach mal teilzunehmen, wirklich in einem Team dann mitzuarbeiten, mal kurz zu testen und dann vielleicht auch sehr schnell zu merken, okay, es passt nicht. Wir müssen das irgendwie anders angehen. Und dieser Spirit zieht sich ja auch durch Drupal total durch. Das heißt, gerade bei dieser Art des Projekts passt das auch total, weil Drupal, wie heißt es so schön, Drupalista ist, glaube ich, der Begriff für die Drupal-Community, so ein bisschen für die Drupalianer. Die haben das richtige Mindset auch. Einfach testen, Prototypen bauen, Wireframes und einfach mal loslegen und gucken. Also, Drupalista ist ein Begriff, den habe ich auch schon einige Mal gehört. Ich bin kein großer Freund davon. Was ich viel besser finde, ist Open Sorcerer.
Open Sorcerer. Das klingt schon ein bisschen Fantasy-mäßig. Das klingt ja, schon ein bisschen, ja, ist, ja, ist cool. Einfach, ist cool. Es sind einfach unglaublich viele kreative Menschen dabei, die Wunder bewirken können. Wenn man gerade aus der klassischen Corporate-Denkwelt kommt, dann heißt, okay, kann das Produkt das? Ist das Feature schon fertig? Es gibt ganz viele Fälle, wo man mit ganz wenig Programmieren ganz tolle Features bauen kann, wofür es noch kein Modul gibt und damit wirklich Wunder bewirken kann, ja? Als würden die Leute zaubern. Und wenn man das der Community zurückgibt, kriegt man sogar noch kostenloses Feedback und die Leute adaptieren sogar vielleicht und man macht sich einen Namen und auf einmal ist man Teil der Community und es ist ein Geben und Nehmen. Und das ist eine super schöne Variante, um sich mit einzubringen, um vor allem auch die ersten Schritte zu machen, weil viele Unternehmen, die jetzt Drupal einsetzen, aber selber vielleicht nicht in-house entwickeln, für die ist es oft ein bisschen schwierig zu verstehen, was ist denn diese Community? Wie kann ich mich damit reinbringen? Wie nehme ich wirklich die Mehrwerte mit? Und ein ganz, ganz wichtiger Hinweis hier ist, Drupal in seiner gesamten Natur, wie die Software entwickelt wird, wie sie gepflegt wird, wie sie gewartet wird, ja, also auch im Betrieb, ist agil. Ja, ist komplett agil aufgestellt, es folgt den DevOps-Prinzipien. Das heißt, wenn ich als Projektbetreiber eine Drupal-Seite bauen will, dann sollte ich mir nicht überlegen, mein ganzes Budget in die initiale Projektinvestition zu stecken, sollte ich mir überlegen, wie ich mein Budget in kontinuierliche Schritte auf die nächsten Jahre verteilen möchte. Weil Drupal, wenn man es nutzt, wächst mit dem Projekt mit. Ja? Und es wird immer mächtiger, mit jedem Monat wird es mächtiger. Und dementsprechend ist es nicht so wichtig, dass man ein tolles, großes Projekt irgendwie in einem halben Jahr auf die Beine stellt, sondern viel wichtiger ist es darauf zu achten, dass man eine Umgebung schafft, in der das Projekt kontinuierlich wachsen kann und auch gepflegt wird. Weil was bringt es mir, wenn ich ein tolles Drupal-Projekt bekomme nach einem halben Jahr und ich dann kein Geld mehr dafür habe, dass es gepflegt wird und aktuell gehalten wird? Richtig. Ja. Ja. Das ist so, als würde ich mir ein Flugzeug kaufen und damit Passagiere jeden Tag von A nach B fliege und erwarten, dass ich das nicht warten müsste. Da wird ja keiner mit mir fliegen. Ja, und wenn wir entsprechend kontinuierlich dafür sorgen, dass alles dem neuesten Stand der Technik entspricht, dann ist es auch sicher und dann macht vor allem auch Open Source Spaß, weil die Transparenz, die wir haben, ja, und die Häufigkeit von Updates kommt daher, dass viele Leute sich das anschauen und es kontinuierlich verbessern. Ja. Das sind Verbesserungen, die in klassischen Produkten, die Closed Source sind, oft nicht stattfinden, weil es sieht keiner. Ja? Und wenn es keiner sieht und der Kunde sich nicht beschwert, braucht man es nicht korrigieren. Richtig, ja. Und das ist ein interessantes Umdenken. Dementsprechend, wer eine innovative Lösung möchte, der ist mit Drupal auf jeden Fall nicht falsch bedient. Und ansonsten bist du ja auch für den genaueren Blick, ob das das richtige Framework ist oder nicht für ein Projekt, der richtige Ansprechpartner. Ich würde, ich bin mit meinen Fragen tatsächlich bis auf eine durch. Und zwar würde ich super gerne jetzt nochmal mit einem Wunder, du hast das Wort eben schon benutzt, unser Interview hier beenden, außer du hast auf jeden Fall noch was, was du teilen möchtest. Und zwar, und natürlich wollen wir auch auf die nächsten Drupal-Events im besten Fall noch hinweisen, aber ich würde gerne wissen, was ist so, ja, wo flattert dein Herz so ein bisschen? An welches Drupal-Projekt denkst du immer gerne zurück? Oder welches Drupal-Projekt kennst du vielleicht von anderen, wo du sagst, das war ein richtiges Brett, das war richtig cool, was man sich auch immer mal anschauen kann, jetzt die Zuhörer, wo sie mal ein bisschen recherchieren können und mal sehen können, das ist damit möglich. Ich habe da natürlich meinen persönlichen Favorit. Dummerweise kann ich über den nicht wirklich reden, weil er unter einem NDA liegt. Aber eins der schönsten Projekte, was ich mit begleite, ist das Projekt der Splash Awards. Ja, das ist eine Initiative, die seit mehreren Jahren inzwischen läuft, wo Drupal-Projekte ausgezeichnet werden in unterschiedlichen Kategorien. Ja, und ich bin auch Mitglied im Organisationsteam, habe selber mehrere Jahre Erfahrung als Jurikator in dem. Die Digitalagenturen, die es weltweit gibt, ja, die können an diesem Event teilnehmen, ihre Projekte einreichen und dann werden die von einer professionellen Jury bewertet. Dann gibt es eine Preisverleihung, das findet inzwischen jährlich statt. Ja, und zwar auf Landesebene und dann gibt es auch internationale Awards. Und wer eine gute Inspiration haben möchte, wer wissen will, wo mein Herz schlägt, da sind die ein oder anderen Projekte dabei, wo ich sage so, Chapeau, wirklich sehr gut gemacht. Mein absoluter Favorit ist immer, wenn wir dort ein Projekt haben, was Gewinner der Herzen ist. Das heißt, es ist das beste Projekt, unabhängig von seiner Kategorie, von allen Teilnehmern. Und, okay. Genau.
Die werden auch immer veröffentlicht auf splashawards.org, beziehungsweise dann halt auf den lokalen Länderseiten. Und das kann ich jedem empfehlen, dort reinzuschauen. Die nächsten Special Awards sind im Rahmen der TrupleCon in Europa. Die findet im Dezember dann statt. Mhm. Wo werden die sein? Wenn jetzt jemand von einer Agentur, der ein tolles Projekt hat, hier zuhört und sagt, ja, ich fände es toll, wenn wir eine öffentliche Meinung bekommen und uns würde interessieren, was andere Drupal-Experten und vor allem Branchenexperten denken, dem kann ich nur empfehlen, bewerbt euch splashawards.org. Sehr, sehr cool. Ja, ich wusste gar nicht, die Splash Awards kenne ich natürlich, aber den Gewinner der Herzen, den kenne ich tatsächlich gar nicht. Jetzt bin ich neugierig und werde das mal recherchieren. Wo soll die DrupalCon stattfinden? Theoretisch, natürlich ist alles ungewiss momentan, aber wo sollte das stattfinden im Dezember? Ja, die Con findet in Barcelona statt, in Spanien. Mhm. Geplant ist sie vom 8. zum 11. Ursprünglich war sie im Sommer, also früher geplant, aber wir mussten aufgrund von Corona halt verschieben. Und das Event wird vor Ort stattfinden. Weitere Details werden über die Webseite kommuniziert. Noch kann man seine Sessions einreichen. Also wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, hey, ich habe hier einen tollen Use Case, ich würde ganz gerne darüber reden, es anderen Leuten vorstellen oder Feedback einholen, was auch immer, ist herzlich willkommen, seine Session einzureichen. Das geht noch bis Ende Juni. Und dann werden sich Trackchairs entsprechend zurückziehen, alle Sessions und Submissions bewerten und dann das Programm zusammenstellen. Sehr cool. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich nehme für mich jetzt vor allem mit einfach reinspringen und es versuchen, beziehungsweise es testen. Drupal 9, das Neueste, sich mal auf der Zunge zu zergehen lassen und keine Sorge eben davor zu haben und nicht unbedingt 1.0 jetzt abzuwarten, sondern vielleicht einfach jetzt schon mal loslegen, sein Team schon mal damit vertraut machen. Das nehme ich jetzt vor allem mit. Und weiterhin nach den Herzensprojekten zu suchen und zu recherchieren. Gibt es noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben willst? Ja, du hattest noch nach allgemeinen Events gefragt. Ja, genau, gerne teilen. Im Juli steht jetzt noch ein globales, digitales DrupalCon-Event an. Aufgrund der globalen Pandemie hat sich die Drupal Association dazu entschieden, ein reines Online-Event zu veranstalten vom 14. zum 17. Juli, wo man quasi rund um die Uhr 24/7 teilnehmen kann. Weltweit willkommen, also jeder, der sich mit den Themen auseinandersetzen möchte, sollte da auf jeden Fall sich registrieren, sich Zeit für nehmen. Kann man ähnlich wie bei einem Webinar teilnehmen. Genaue Informationen findet man dann auch quasi unter dem Stichwort Global 2020 auf drupal.org. Mhm. Okay, super. Sehr, sehr schön. Mhm. Dort kann ich vielleicht nochmal als auch nicht so techy jetzt sagen, es gibt auch unfassbar viele Sessions, die einfach so für Projekte, Projektmanagement, Mindset, Team Leadership Mehrwert bieten. Also das ist nicht nur rein techy Drupal, sondern wirklich umfassendes Know-how, was dort geteilt wird. Ist immer sehr, sehr spannend. Alle, die mit Drupal erfolgreich sind und erfolgreich werden wollen, sind dort zu finden. Richtig, genau. Aber ich denke, das war auch ein schöner Abschluss. Ja, ich danke hi Daniel. Ich danke auch nochmal euch beiden, Johanna, dir für die Moderation heute beim Podcast. Tolle Fragen gestellt und auch dem Rufen. War ein sehr interessanter Podcast. Auch für jemanden, der mit Drupal wenig zu tun hat und kein so ein großes technisches Verständnis hat, hat jetzt auf jeden Fall die Möglichkeit bekommen, erste Eindrücke zu sammeln und sich auf jeden Fall mit der Thematik weiter zu beschäftigen. Und selbst für die Leute, die schon mit Drupal gearbeitet haben, Agenturen, wie auch Entwickler, war das jetzt doch mal ein schöner Ausblick und Einblick, was die neuen Features und die Anwendungen in Drupal 9 angeht. Ja, laden wir doch einfach alle dazu ein, die sich damit beschäftigen, jetzt die Chance zu ergreifen und Drupal zu testen. Ich danke euch beiden nochmal recht herzlich und auch unseren Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal hier bei Virtual Frontier und bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel. Danke, Rosen. Macht's gut. Ciao.